Das Glück muss man jagen. Mal gucken, wenn wir auf die Quest klicken. Food Fight. Scheiße, wer piepst hier? Das bin ich. Ah, du hast Hunger, okay. Was ist denn das Stück Fleisch? Hast du noch ein Stück Fleisch? Ja, kann ich dir geben. Warte mal. Da hast du recht. Wo ist das Stück Fleisch? Fuck, da muss ich jetzt ganz schnell hoch was jagen. Ich habe aber Bananen-Seed, aber wir haben hier keine Erde. Scheiße. Scheiße, scheiße. Was ist das? Auch nichts. Oh, ich bin gerade erschrocken. Was tun, dass es gerade Nacht ist? Ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal die Grundnahrung herstellen. Sonst hat man ganz schnell ein Problem. Die Viecher kommen nicht hier runter, geil. So, ein Fleisch ist geholt. Lagerfeuer. Zack. Fleisch dran. Hunting Bow. Craft. Warum kann ich das Hunting Bow? Musst du das am Crafting Table craften? Den Bow? Ja. Benenne ich dich auch gern. Das war knapp, ey. Ja, musst du noch ein Crafting Table dran, dann lass du da oben mal unsere Basis aufbauen. Ich komm jetzt hoch. Oh. Durch das kleine Loch kann man perfekt jagen, weil die dicken Viecher nicht durchkommen. Ich glaube, wir müssen warten, bis es hell wird. Das hat keinen Sinn. Achtung. Es kann sein, dass er durchkommt. Okay, doch nicht. So. Na gut, dann mache ich, solange es hell wird, mache ich jetzt halt schon mal meinen Bogen fertig, wenn ich auch einen habe. Das Schöne ist, dass man unendlich Schuss hat. Ah, hier drüben sind Mineralien. Ich glaube Metall. Wir können uns natürlich auch direkt Eisenausrüstung machen. Das wäre natürlich noch edler. Wäre richtig Edeltraut. So edel wie die Edeltraut. Ach, da fällt mir ein, wir müssen noch Betten machen, um zu regenerieren, ne? Ja, stimmt. Das ist auch ganz wichtig. Wooden Fans, bla bla bla. Ich brauche hier auf dem Symbol Hunting Bow. Scheiße, das ist, weil ich vorhin alles zu Planken umgewandelt habe. Aber ich hab gar nicht dran gedacht, dass man auch das rohe Holz benötigt. Mhm. Um halt irgendwas machen zu können. Deswegen muss ich jetzt unbedingt auch immer was unbearbeitet lassen. Fuck. Bei Minecraft ist es ja wirklich so, dass du die Stämme eigentlich direkt zu Planken verarbeiten kannst, weil mit den reinen Stämmen kann man eigentlich nichts craften. Mhm. Aber hier brauchen wir noch das Rohmaterial. Schon mittlerweile ein bisschen heller geworden, oder? Noch nicht, ne? Ich wurde gerade eben schon wieder gekillt, ne? Ich war noch in dem Spawn-Bildschirm, wo ich zusammengesetzt werde und habe schon gehört, wenn mich die Viecher totschlagen. Ich konnte nichts machen. Was Biter. Oh, ach du Scheiße, ich bin jetzt auch gestorben. Mann. So, oh, jetzt bin ich auf dem Schiff. Merkwürdig, ey. Totally merkwürdig. Da. So, ihr Scheißviecher, kommt her. Das Blöde ist, dass man immer draußen aufwacht. Und wenn es gerade dunkel ist, ist es gerade ganz blöd. Mhm. Ist ja unser. Da ist Killer! Yeah. Oh. Ich versuche Fleisch zu holen. Ach, du hast ein Jagdmesser? Ja. Oh, wie es einfach nicht down geht. Ein einziger Treffer noch und es ist tot. Scheiß Vieh ins Wasser gefallen. Fleisch. Oh, da kommt schon das nächste. Ah. Okay, es ist ich glaube, wir dürfen. Nachts ist immer ganz schwierig, jagen zu gehen. Sonst stirbt man wahrscheinlich am laufenden Band. Ich versuche jetzt einmal in die Höhle zu gehen und machen wir jetzt als allererstes auch mal. Hier auf dem Planeten, das hat halt wirklich den Nachteil. Sieht zwar alles ganz nett aus, aber wir haben kein Holz. Holz. Holz regiert die Welt. Ich habe uns hier mal ein Crafting-Table hingestellt. Bett. Ich werde jetzt einfach mal immer weiter geradeaus laufen. Es wird übrigens gerade hell, falls du unten bist. Ja, hier ist ein Viech drin. Mama, ich versuch's zu killen. Ah, das hat dich komm schon her. Gesehen, glaube ich. Komm her. Oh, jetzt kommst du zu dir. Jetzt hab ich. Jetzt kannst du eigentlich. Ich hab's gleich. Ja. Ja, da ist es. Dahin. Hat ein Leder gebracht. Kannst runterkommen. Ja, ich will mir schnell Holz holen. Jo. Okay.
Also man kann die auch tatsächlich killen, ohne einen Damage davon zu tragen, aber ist halt schwierig. Man muss viel hobbeln. Mhm. Ich glaube, das war jetzt gerade unnötig, dass ich den angegriffen habe. Weil manche, wie gesagt, greifen nicht an und ich glaube, das war jetzt gerade so ein Fall. Shit. Okay. Ich baue jetzt hier gerade unser Häuser unten jetzt ein bisschen fetter aus. La la la. Ein großer Berg. Vögelchen. Vogels. Wie süß. Naja, Assassin. Ich bin ein Assassin. Ein Assassin. Ein Assassine. Oh nein, oh nein. Da wollte ich jetzt aber nicht reinfallen. Nein, ich habe das Schwert nicht ausgewählt. Weil hast du gehört, oder wie? Haben wir schon Betten in der Base? Noch nicht, ne? Das reicht einfach nicht, dieser scheiß Jump. Ist zum Kotzen. Ich versuch, also hast du schon ein bisschen Holz mitbekommen, weil. Ne, ich bin schon wie weit gelaufen, aber es kommt einfach kein Holz. Vielleicht müssen wir über die. Mit die Dingtriebe. Vielleicht müssen wir einfach über deinen Planeten eventuell Holz holen, um hier weiterzumachen. Mhm. Bist du über diesen fetten Berg drüber? Ja, ne? Ja, schon lang. Hier sind auch weitere Höhleneingänge. Hier gerade so ein Doppeleingang. Aber das Holz, jetzt bin ich gerade auf Holz gestoßen. Perfekt. Dap, 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 dap. Diese Rosen. Sieht auch geil aus. Ah, da ist noch eine Geldkassette hinter mir. Also falls du hinter mir bist oder so. Ich versuche gerade hier so ein Viech noch zu fisten, bevor es... Und da ist es da unten. Ich habe jetzt schon drei Fleisch. Oh, da oben sind auch nochmal zwei Viecher. Diese komischen Pferdeviecher hier. Oh shit, und ich falle in eine Höhle, weil ich ein Held bin. Das sind diese seltsamen Pferde. Ah, ich glaube, jetzt mit Holz werden wir es echt schwierig haben hier auf der Welt. So, ich komme wieder zurück. Oh nein. Ach du Scheiße, was sind denn das hier für zwei Scheißviecher? Oh, ich bin auch gerade noch rausgekommen aus der Kackhöhle da. Boah, ich sehe sie gerade. Scheiße, ich bin gleich tot. Oh nein! Geh weg, ich habe noch genug. Ich habe ein einziges Live-Stream, mich ist gerade eben nicht getroffen. Da kommt Wollen angeflogen mit den Assi-Feinden. Ah, ich war ja auch schon extrem geschwächt. Egal, ich bin schon wieder gestorben. Ich habe jetzt das Holz. Und Ach, guck mal, wir können die Bäume aber anpflanzen. Mit diesen Dingern hier. Mit diesen Gläschen oder was das ist. Sieht aus wie eine kleine Lampe hier. Das ist, Sapling, ja. Sind das Saplings für... Baum-Saplings. Oh, voll die Kackviecher unter mir. Ach, die greifen nicht an. Oh Gott, wie angenehm. Hui, hui. Hüpfen, hüpfen, links, rechts gucken. Macht so viel Spaß. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. It looks like a server. I wonder what kind of games could be hosted on that. Ja. Hast du gerade die Bäume gesetzt? Ja. So, jetzt gehe ich mal runter. Blip, 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 blip. Da, da, da. Als allererstes machen wir uns jetzt mal einen Pfeil. Kriegen wir immer noch irgendwas? Das ist optimale Jagdding hier bei uns. Ich brauche hier so ein Plant Fibre. Das ist doch das hier, ne? Unser Feuer ist weggegangen. Hey. Gucken, ob ich das hier irgendwie so abbauen kann. Das Zeug. Komm schon, geh ab. Wir brauchen vor allem Betten, ganz wichtig. Some beats, you know, some beats. We need beats. Man fight dust. Was unten halt ein bisschen fehlt, sind Kisten, um halt irgendwas zu lagern oder sowas. Aber da waren diese Bücherregale. Habe ich das Ding jetzt aufgehoben oder nicht? Ja, okay. So, ich hoffe, jetzt kann ich die Scheiße endlich bauen. Ich flipp langsam aus. Jedes Mal fehlt irgendwas. Was uns nicht fehlt, ist Stein. Wir wollen einfach Stein. Kraft. Rein theoretisch sollte ich jetzt meinen Bogen haben, ja. Sehr nice. Ein Eisbrocken hier, der Planet. Jawohl, da muss da unten ein bisschen Stein sein, Mensch. Whee! Whee! Ist cool, dass man unendlich Pfeile hat. Gefällt mir richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Richtig schöne Sache. Aber guck mal, wenn das da unten Eisen ist, dann könnten wir es... Scheiße, wir können es nicht brennen, weil wir für den Ofen Stein brauchen, hundertprozentig. Oh Mann. Das ist halt so ein Eisplanet. Werden wir hier generell irgendwie...
Keine Ahnung, mir kommt so vor wie so ein Asteroid oder sowas, so eine Eiskugel mit Matsch Scheiße drin. Kacke. Du musst doch. Ich glaube, wir müssen von einer komplett anderen Stelle buddeln, weil das ist hier. Wahrscheinlich, wenn wir hier unten reingehen ins Haus, ne? Und einfach dort weiter runter buddeln. Das könnte natürlich auch sein. Guck mal, hier ist auch so Lava-Zeug. Bin ich jetzt. Oh, fast in die Lava reingeflatscht. Oh, ich bin ein Held. Weißt du, ich will mich jetzt hier seitlich reinbuddeln, einfach tiefer buddeln. Na, wir haben aber keine. Ohne Axt wird es schwierig. Naja, das dauert ewig, bis ich mich hier durchgeballert habe. Also hier ist Ende, ne? Hier, das ist der letzte Raum. Ja. Hier müsste man eigentlich auch gut warm haben, theoretisch. Wenn wir einmal frieren sind, müssten wir uns nur in die Nähe der Lava stellen. Ja, auf jeden Fall. Da können wir so ein Wärmebecken errichten oder sowas. Ach, hast du eigentlich schon ein Bett gemacht, dass wir uns reinhauen können? Weil ich bin fast dead. Du hast jetzt I'm so Kreuz, dead. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das ist ja wirklich ein Nachteil in so einem Forschungslabor ist, so als Base, dass man hier auch nichts setzen kann. Es sei denn, wir würden jetzt hier wirklich Erde irgendwo hinsetzen. Mhm. Aber Erde gibt's hier auch nicht. Das ist ja alles dieses Slush, dieses Eis-Slush. Sehr schlecht. Okay, was hier? Bett, zwei Stück. Der Bogen sieht aus wie eine Axt. Ich denke daran, das wäre eine Axt, wenn ich da hochgucke. Just snakes. Wo soll ich die Betten hinsetzen? Oben oder wo das Crafting Table ist? Ich würde es oben hinmachen. Hier ist gepresster Stahl. Das ist irgendwie gepresster Stahl, aus dem die Wände hier bestehen. Möglicherweise kann man daraus schon irgendwas zaubern. Ich höre Pferde. Ich komme jetzt mal zu dir hoch. Ein richtig geiles, gemütliches Spiel. Ah, ist das schön. Ach Gott, hör mir auf. Auf jeden Fall. Ah, perfekt, Betten. Dann lege ich mich mal geschwind in ein Bett rein. Oh ja, da oben sind diese Kotviecher, die wollen auf die Nuss bekommen. Siehst du das? Ach so, wir brauchen einen Klotz, damit wir da hochkommen, ne? Ja, so ist perfekt. Hm. Weißt du, so kann man die anlocken. Und dann abschießen da die Deppe. Ja, wir kommen nicht mehr hoch, das ist das Einzige. Aber ja, gut. Ne, ich hab doch den Klotz weggebaut, deswegen. Ja, ja. Ach, so. Ja, ja. Nein! Du hast mich eingebaut, ich kann nicht springen. Also, Lord, mit Absicht. Weißt du, jetzt geht's einfach weg. Ich baue mir eine neue Beiß. Eine Beiß. Ich bin mal kurz woanders. Oh. Bitch. Da greift mir einfach so ein Schweinepferd an. Just a swine bird. Bam! Oh, die Bäume sind gewachsen. Cool. Sind die gewachsen? Kann man sie schon abholzen? Warte, ich lege mich auch kurz hin. Ich bin zwar voll, aber ich habe mich jetzt trotzdem mal hingelegt. Es regeneriert übrigens das Leben. Und verhindert ein Erdbeben. Ne, Quatsch. Ich glaube, Erdbeben gibt es nicht bei Starbound. Soll aber ab dem neuen Update 1.5. Ne, weiß ich auch nicht. Ich erfinde das alles gerade. Ich hol's mal ab. No. Ah, ich glaub, man verliert aber erzeugt Geld, es gleich wieder Saplings? Erzeugt es auch gleich wieder Saplings? Bestimmt. Ich glaube, man verliert Geld, wenn man stirbt. Ich glaube, man verdient Geld, wenn man stirbt. Ja, man verliert Geld. Ich hätte vorhin irgendwie über 100. Ach, du verlierst. Ich habe verstanden, man verdient Geld, wenn man stirbt. Das wäre ein bisschen makaber gewesen, oder? Mhm. Juhu, sie sind wieder gestorben. Gut gemacht, Spieler. Jetzt so, wenn Bäume fällen, während ich hier unten liege. So, ich schaue jetzt aber erstmal kurz, ob das... Und ein Sapling bei rumkommt. Ich habe diese komischen Blue Flask. Blaues Liquid. Kann man das trinken? Keine Ahnung. Nee, ich habe nichts bekommen. Lass ihn noch kurz da oben stehen. Aber du müsstest theoretisch von den anderen Bäumen, die du rechts geholt hast, auch noch Saplings haben. Wieso? Aber wenn keine Saplings fallen, das sind die, die wir standardmäßig dabei hatten. Ach so. Wir hatten in der Kiste Saplings dabei. Das ist natürlich jetzt bitter. Es ist voll die lebensfeindliche Gegend hier, weil wenn unsere Holzvorräte aufgebraucht sind. Ja, was ist, wenn wir deinen Planeten als Farmplaneten nutzen und hier uns aufbauen? Weißt du, ob mein Planet nicht auch ein Eisplanet ist? Sollen wir nachschauen, oder? Können wir gleich ja machen. Aber ich meine jetzt im Moment. Wow. Im Moment würde ich auch gerne gucken, was in der unten noch so ist. Da können wir ja noch uns mal. Alle diese Kotsemmelvieh hier. Nimm dir mal dein Fleisch. Nimm dir mal dein Fleisch. Alter, wie die immer angesprungen kommen. Gute Vögel, Junge. Ach, ich schieß 180 Grad verkehrt rum. Bist du wie Kanonstreik her? Mensch, sag das. Ich geh ein bisschen bade. Jo, ich geh mich mal unterkühlen. Bis gleich. Jo. Je. Komm, wir schießen einfach den Ding ab, den Ritter. Ja, genau, komm.
Dann gehen wir mal von der anderen Seite quasi rein. Guck, ich mach hier zu, dass wir da nicht reinfallen, wenn wir von dem Ritter flüchten. Okay, wir sind beide voll. Ach, guck mal hier. Was ist, wenn wir uns hier runterbuddeln? Da ist doch bestimmt Stein da. Sehe ich doch schon Stein da unten. I see Stan. Aber erstmal töte ich den Krieger. Okay. Wait. Wo bist du? Ah, du hast ihn doch vorhin weggejagt, deswegen steht er jetzt nicht mehr am Eingang. Doch, da oben ist er. Der war drin gestanden. Ach du, pass mal auf. It's coming! Oh, der geht voll schnell down. Voll der Mongo, Junge. Alter, voll der Spaß. Voll der Spaß. Ja, hier oben war ich. Es geht noch höher, ne? Guck dir mal die riesige Scheiße an hier. So, wärst du aufs Dach oder sollen wir über die Tür rein? Also, wenn das, wahrscheinlich ist es das, wo ich reingekommen bin. Guck, hier unten müssen jetzt gleich Löcher sein. Ja, guck, eigentlich war hier komplett zu und ich habe die Löcher hier an der Seite gemacht, dass man runterfallen kann. Mhm. Jetzt, ja, lass hier oben mal rausgehen, da war auch... Hol mal das Schwert raus und hack die ganzen Dinge ab, das ist Geld. Ah. Yeah. It's gold, yeah. Ah, die da oben nicht, ne? It's so gold. Time for gold. Beleuchtung. Komm, geh mal aufs Dach. Oh, da oben fliegt ein Kotvogel. Schieß jetzt ab. Oh, schon ist er weg. Hier ist noch ein bisschen Geld. Oh, da oben ist ein Ritter. Mal auf, wie ich dem jetzt... Ein edler Ritter. Ein edler Recke. Wie er hin und her geschleudert wird. Wo ist er? Normalerweise, wenn ich er wäre, würde ich jetzt einmal unten bleiben. Ja, das macht er. Oh, der hat eine Spritze fallen lassen. Alter. Wie, wenn ich mir aufhebe, wisch? Okay, also das war's, aber ich habe gesehen, da rechts, nee, bei uns ist nochmal. Aber gut, das ist. Ach, jetzt nichts Besonderes. Nicht. Guck mal, ich bin ganz oben auf dem Dach. Hier oben auf dem Haus hin. I'm sehr like a teddy bear. Geil. Also, was haben wir hier Schönes? Jetzt nicht hier ist ein bisschen Holz. Oh. Ah, man kann durch die Sachen durch, ne? Marc, du kannst nach unten durch Objekte durchfallen. Wenn du runterdrückst, dann auf Space. Guck, genau, mal, genau, ja. Ja, ja. So, okay, da kann man da seitlich runter hüpfen. Hab ich jetzt gerade eben erst mitbekommen. Da unten ist ein böses Schweinchen. Ah, das kann ich von hier, glaube ich, gut töten. Und da hinten liegt Apfel. Oh, der kann aber gut springen. Und da fällt der Apfel. Voll der Apfelklauer. Ja, dead. Guck mal, das ist doch ein Apfel da. Oder? Das ist doch ein Apfelmelon. Ja. Irgendwas Apfeliges. Ach, guck mal. Und da unten sehe ich schon Stein. Weißt du, die waren einfach nur auf der Eisseite gefangen. Ja, also hier ist die normale Seite. Die Seite des Lebens. Die Seite der guten Rohstoffe. Ich finde, der Sternenhimmel ist so schön. Diese bunten Sterne. Da würde man sich doch wünschen, in Wirklichkeit würden die Sterne auch so aussehen. Was war denn das? Der Alter. Da oben kotzt dich voll. Pass auf. Gut, das bestäubt dich. Oh, schnell weg. Irgendein Gift. Ah, das ist ein Smetbow. Ein Smetbow von Pokémon greift uns gerade an. It's a Pergaman. Ah, you did, bitch. Good day. Hier ist der Sapling. Ich habe ihn gerade eben gesammelt, glaube ich. Der sieht so ganz merkwürdig aus. So. Ja, Sapling. Und den habe ich jetzt auf jeden Fall hundertprozentig von hier gerade eben gesammelt. Den Baum. Komisch. Wahrscheinlich waren unsere Bäume, die du abgehakt hast, noch zu klein. Das könnte natürlich auch sein. Gibt's hier auch noch einen Baum ab? Können wir hier farmen und dann drüben in unserer Eiswüste unterirdisch das ganze Ding noch weiter erkunden. Genau. Ich setze jetzt aber erstmal nochmal ein Crafting Table hin, damit wir hier auch gleich craften können. Bandagen sind auch wichtig, ne? Die regenerieren dein Leben wieder und da brauchen wir eigentlich nur dieses Fibre-Zeug, Plant Fibre oder wie man das auch immer ausspricht. Campfire.